Dann könnten wir beginnen mit den Aktuellen Stunden beginnen. Zunächst auf den Tagesordnungspunkt 54, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, Friesem All. Hessen steht weiter ein für Presse- und Meinungsfreiheit. Freilassung von Dennis Yücel kann nur der Anfang sein. 1960-91 beginnt der Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir freuen uns, dass der Weltjournalist Dennis Yücel aus der Haft entlassen wurde. Nach 365 Tagen ohne Anklage, ohne Verfahren, ist Dennis Yücel wieder auf freiem Fuß. Über ein Jahr Haft in einem türkischen Gefängnis, nur weil er seinen Job als Journalist gemacht hat. Ein Jahr Haft, weil er das getan hat, was Journalisten so tun, Berichte schreiben, politische Ereignisse kommentieren, Hintergründe liefern, Sachverhalte aufklären, Missstände anzuprangern. Dennis Yücel war aber nur, wie ich meine, der Anfang derer, die freigelassen werden müssen. Wir fordern von der türkischen Regierung, dass alle Journalisten, die nur deshalb in Haft sitzen, weil sie ihren Job tun, sofort freigelassen werden müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Berichterstattung von Journalisten muss einem nicht gefallen. Man kann natürlich über Berichte von Journalisten streiten. Über Presseberichte können sich Politikerinnen und Politiker auch ärgern. Aber freier Journalismus, unabhängige Berichterstattung, ist das Salz in der Suppe einer Demokratie. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Demokraten dieses Recht mit aller Kraft verteidigen und diejenigen kritisieren, die Presse- und Meinungsfreiheit mit Füßen treten. Wir fordern Staatspräsidenten Erdogan auf, alle Journalisten unverzüglich freizulassen, die allein aus politischen Gründen und ohne Anklage in türkischen Gefängnissen sitzen. Wenn die Türkei weiterhin eine europäische Perspektive haben will, wenn die Türkei ernsthaft an einer Verbesserung der Beziehungen zur Europäischen Union interessiert ist, dann geht das nur, wenn die Werte dieser Europäischen Union anerkannt und geachtet werden. Dazu gehört unabdingbar die Achtung und Anerkennung von Presse- und Meinungsfreiheit und die Garantie von rechtsstaatlichem Handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch in Deutschland ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass Journalistinnen und Journalisten sicher und unabhängig arbeiten können. In Deutschland hetzen vor allen Dingen rechte Populisten gegen unabhängige Medien. Sie diskreditieren den öffentlichen Rundfunk und entwerten die Arbeit von gut ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten, weil ihre Berichterstattung nicht zu deren kruden Fantasiegebilden passt. Gerade die Angst der Spalter und Hetzer vor unabhängiger Berichterstattung zeigt aber, wie sehr wir Medien brauchen, die frei, unabhängig und fundiert berichten und verlogene Fake News mit umfassender Recherche und klarer Analyse begegnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Gipfel konnten wir in der vergangenen Woche erleben, als eine offen rassistisch und ich meine rechtsradikale Partei im Deutschen Bundestag verlangt hat, dass sich der Deutsche Bundestag von einem Bericht eines Journalisten distanzieren sollte. Das ist die Handlungsweise von Diktatoren, von Leuten, die Despoten sind. Das passiert vielleicht in Ländern, wo Putin und Erdogan regieren, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Da verurteilen wir in Parlamente nicht das, was Journalistinnen und Journalisten schreiben. In unserem Land, in unserer Demokratie bewerten und zensieren wir in Parlamenten nicht die Arbeit von freien Journalisten. Wir distanzieren uns als Parlament auch nicht von der Arbeit derer, die bei uns als vierte Gewalt bezeichnet werden. Wir achten und verteidigen die Prinzipien unserer Demokratie. Wir verteidigen die Presse- und Meinungsfreiheit. Wir treten denen entschieden entgegen,
die die Errungenschaften unserer Demokratie infrage stellen. Und ich glaube, wir als Demokraten gemeinsam sollten dafür kämpfen, dass wir die Presse- und Meinungsfreiheit in unserem Land, aber auch in Europa achten und hochhalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Tobias Utte, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Freude und Erleichterung hat die Nachricht von der Haftentlassung von Deniz Yücel nach über einem Jahr Untersuchungshaft bei vielen Menschen in Hessen ausgelöst. Viele haben sich auf sehr unterschiedliche Weise engagiert und nicht nachgelassen, seine Freilassung zu fordern. Als Beispiel seien nur an die regelmäßigen Demonstrationen in Flörsheim erinnert. Allen, die daran beteiligt waren, dass Herr Yücel nach Hause, nach Hessen kommen konnte, gilt unser Dank. Es ist auch ein großer Erfolg deutscher Diplomatie. Aber dieser Erfolg darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Türkei in den vergangenen Jahren sehr weit von unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie entfernt hat. Diese grundlegenden Differenzen werden durch die Freilassung Yücels nicht wesentlich geringer. Dieser Schritt ändert deshalb auch nichts an unseren Positionen zur Visafreiheit oder gar zur Aussetzung der EU-Beitrittsgespräche. Die Unabhängigkeit der Gerichte wird durch den Fall Yücel, ja sowohl durch seine Verhaftung, aber selbst durch seine Freilassung in hohem Maße infrage gestellt. Denn wenn alles immer auf politische Anweisung geschieht, ist von Unabhängigkeit der Gerichte nichts mehr zu erkennen. Noch immer sitzen tausende Journalisten, Oppositionelle, Lehrer und Wissenschaftler ohne ausreichendes rechtsstaatliches Verfahren in türkischen Gefängnissen. Deshalb nehmen wir die Freilassung eines Journalisten, der zum Symbol für das Problem geworden ist, zwar mit Freuden zur Kenntnis. Wir stellen aber auch fest, dass das Grundproblem dadurch noch nicht gelöst ist. Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Gerichte, Einhaltung der Menschenrechte und die Pressefreiheit sind Grundpfeiler, unverzichtbare Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Und auch wenn es unangenehm ist, ich kann das jetzt nicht auslassen, es muss daran erinnert werden, dass der Verfolgung von Herrn Yücel seine Recherchen vorausgingen, inwieweit der Schwiegersohn des türkischen Staatspräsidenten in Korruptionsfälle verstrickt ist. Hier wäre ein lohnendes Betätigungsfeld für die türkische Justiz und den türkischen Geheimdienst, um die Vorwürfe entweder zu widerlegen oder im anderen Fall die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Auch wir in der EU müssen allerdings wachsam sein. Die Mischung von Korruption und organisiertem Verbrechen ist brandgefährlich. Der Mord an dem slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten zeigt, wie gefährlich es ist, über Korruption zu recherchieren. Aber auch der feige Mordanschlag gegen die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia macht deutlich, welchen Gefahren sich Reporter selbst in der EU ausgesetzt sehen, wenn sie Licht ins Dunkel der mafiösen Verstrickungen bringen wollen. Weltweit werden Journalisten verfolgt, eingeschüchtert, verhaftet oder sogar ermordet. Es ist gut, dass die Zeitung Die Welt nun kontinuierlich über das Schicksal der Kollegen erinnert. Und erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Der Einsatz für Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung darf nicht davon abhängen,
ob mir oder einer Mehrheit die Artikel und die vorgetragene Meinung gefallen. Menschenrechte gelten nicht nur für sogenannte Bio-Deutsche, es sind Menschenrechte, die gelten für alle Menschen. Doch abschließend noch einmal zur Türkei. Die Freilassung von Deniz Yüksel kann als ein Zeichen gewertet werden, dass auch in der Türkei offenbar wieder mehr Interesse an Dialog und gegenseitigem Respekt gegeben sind und dass die Türkei ein Zeichen des guten Willens setzen wollte. Die türkische Innen- und Außenpolitik ist in den vergangenen Monaten in die Irre gegangen. Die Türkei ist außenpolitisch isoliert und im Inneren zutiefst gespalten. Jede grundlegende Kurskorrektur kann nur begrüßt werden. Wir werden jedenfalls auch in Zukunft für den Dialog offen sein und mit unseren Partnern, vor allem natürlich in der Partnerregion Bursa, sprechen und nach Lösungen suchen. Wir unterstützen dabei alle, die für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eintreten und daran mitarbeiten wollen, die traditionell engen und guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei in diesen schwierigen Zeiten zu pflegen und wieder zu verbessern. Wir wollen Freunde der Türkei bleiben. Vielen Dank, Kollege Utte. Für die SPD-Fraktion spricht der Fraktionsvorsitzende, Thorsten Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mut ist der Antrieb der Demokratie. So hat es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Antrittsrede am 20. März 2017 im Deutschen Bundestag formuliert. Der Weltjournalist Deniz Yücel hat Mut bewiesen, indem er sich kritisch über die Türkei und die Politik des türkischen Präsidenten berichtete. Und schon da stimmt etwas nicht. Denn es darf nicht sein, dass man Mut braucht, um sein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit auszuüben. So habe ich es vor einem Jahr in der Aussprache des Landtags formuliert. Deniz Yücel ist seit wenigen Tagen frei und konnte die Türkei verlassen. Ein Tag der Freude für ihn, seine Familie, seine Freunde und für fast alle im Land. Ich will mich bedanken bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern Flörsheims, bei Bürgermeister Michael Antenbrink, die sich in den letzten Wochen und Monaten mit Deniz Yücel solidarisiert, gegen seine Festnahme protestiert und Rechtsstaatlichkeit gefordert haben. Ich will mich bedanken bei der Bundesregierung, namentlich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Staatsminister Michael Roth, die sich tagtäglich dafür eingesetzt haben, die Freilassung von Deniz Yücel zu erreichen. Deniz Yücel, auch das will ich heute wieder betonen, steht stellvertretend für rund 150 türkische Journalistinnen und Journalisten, die derzeit inhaftiert sind. Der Einsatz für Rechtsstaatlichkeit, Presse- und Meinungsfreiheit endet erst dann, wenn alle Journalistinnen und Journalisten, die unrechtmäßig inhaftiert sind, wieder frei sind. Deswegen danke ich auch BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN für die Beantragung dieser Aktuellen Stunde, weil es gerade jetzt wichtig ist, in den öffentlichen Erklärungen zu den Verhältnissen in der Türkei nicht zu schweigen und zur Tagesordnung überzugehen. Die Gefahr ist allerdings relativ groß, wenn diejenigen, auf die der Scheinwerfer jeden Tag leuchtet, eben nicht mehr in der Gefahr sind, dass viele andere, denen dasselbe Schicksal ergeht, vergessen werden. Ich will am heutigen Tage auch sagen, der Einsatz für Frieden und Demokratie ist erst dann erfolgreich, wenn auch die Waffen in Afrin und anderswo schweigen. Die Weigerung der Türkei, und der türkischen Regierung, ihre Militäroffensive gegen Afrin trotz der Entscheidung des UN-Sicherheitsrates zur Waffenruhe in Syrien fortzusetzen,
ist inakzeptabel, und das gilt auch und ausdrücklich in Richtung eines NATO-Partners. Die Inhaftierung von Kritikerinnen und Kritikern des Militäreinsatzes ist im Übrigen ein weiterer Beleg dafür, dass politische Willkür über den Rechtsstaat in der Türkei steht. Und auch deswegen ist es richtig, dass wir in Zukunft immer und immer wieder über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei diskutieren, auch und gerade, weil wir wollen, dass die Türkei Partner Europas und auf den Prinzipien der europäischen Integration basierend Teil der Europäischen Union werden kann. Ich halte es ausdrücklich für richtig und will es auch noch einmal unterstreichen, dass jede Initiative genutzt wird, um die politischen Gespräche in der Türkei, auch und gerade in unserer Partnerregion Bursa, fortzusetzen. Es ist wichtiger denn je, dass wir im Gespräch mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Türkei bleiben, auch wenn die Gespräche in diesen Tagen außerordentlich schwierig sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seiner Antrittsrede nicht nur über Mut gesprochen. Das vollständige Zitat lautet: Mut ist der Antrieb der Demokratie, so wie Angst der Antrieb der Diktatur ist. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, unsere Verantwortung ist es auch, nach der Freilassung von Deniz Yücel so lange öffentlich über Can Dündar, Raif Badawi und all die anderen, denen Unrecht widerfährt und Unrecht droht, zu reden, bis die Angst überwunden ist. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. – Das Wort hat der Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Journalist Deniz Yücel ist endlich frei. Ich freue mich sehr, dass er am 16. Februar nach einem Jahr willkürlicher Untersuchungshaft das Gefängnis endlich verlassen konnte. Für ihn selbst, für seine Familie, für alle Menschen, die sich für die Freilassung, für seine Freilassung und für Pressefreiheit in der Türkei eingesetzt haben, ist das mehr als eine gute Nachricht. Ihnen allen, die sich dafür eingesetzt haben, ist zu danken. Ich wünsche Deniz Yücel, dass er sich von den Folgen seiner monatelangen Haft, zum Teil in Isolation, schnell erholt und dass er bald wieder seiner Arbeit als Journalist nachgehen kann. Denn wir brauchen Menschen, kritische Journalisten, Menschen wie ihn, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Wir brauchen sie in der Türkei, aber zweifelsohne auch hier. Wachsame Journalistinnen und Journalisten leisten einen wichtigen Beitrag zu demokratischen Verhältnissen. Meine Damen und Herren, ja, das sagen wir. Meine Damen und Herren, Deniz Yücel ist frei, aber die Gefängnisse in der Türkei sind voll. An dem Tag, an dem Deniz Yücel endlich das Gefängnis verlassen konnte, wurden die Brüder Mehmet und Ahmet Altan, zwei in der Türkei renommierte Journalisten, sowie vier weitere Medienschaffende zu lebenslanger Haft verurteilt. Wer in der heutigen Türkei kritisch über das Regime des Staatschefs Erdogan berichtet, steht mit einem Bein schon im Gefängnis, und er riskiert, über viele Jahre hinweg weggesperrt zu werden. 155 inhaftierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter zählt die türkische Plattform für unabhängigen Journalismus. Sie wurden weggesperrt, nur weil sie ihrer Arbeit nachgegangen sind. Ganz zu schweigen von den vielen Tausenden Menschen, die im Gefängnis sitzen und deren einziges Verbrechen darin bestand, eine andere Meinung als der Staatschef zu haben. Deswegen fordern wir die Freilassung von allen Menschen, die in der Türkei aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen, meine Damen und Herren. Und deswegen darf es, solange so viele Menschen aus politischen Gründen in den Gefängnissen der Türkei sitzen, auch keine normalen Beziehungen zum Regime in Ankara geben, zu einem Regime, das Menschen aus politischen Gründen wegsperren lässt. Aber, meine Damen und Herren, auch in Bursa, in Hessens Partnerprovinz in der Türkei, sitzen Dutzende Personen wegen ihrer oppositionellen Haltung zur Regierung in Haft.
Ömer Gül, der Pressereferent unserer Partner- und Schwesterpartei der HDP in Bursa, wurde vergangenes Jahr wegen seiner journalistischen Tätigkeit zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Yüksel Akgün, der Vorsitzende der HDP in Bursa, sitzt wegen seiner politischen Äußerungen seit 4 Monaten in Untersuchungshaft. Am 6. März beginnt der Prozess gegen ihn. Es gibt Hinweise, dass Yüksel Akgün und andere aus politischen Gründen inhaftierte Kolleginnen und Kollegen in Bursa gefoltert werden. Deswegen haben wir Europaministerin Frau Lucia Puttrich gebeten, im Hinblick auf den baldigen Prozessauftakt sich für eine Freilassung des HDP-Vorsitzenden Yüksel Akgün einzusetzen. Frau Puttrich hat uns gestern geantwortet. Sie bestätigt uns den Gerichtstermin und weist im Übrigen auf die Zuständigkeiten des Auswärtigen Amts hin. Meine Damen und Herren, um es ganz deutlich zu sagen, dieser Hinweis ist mehr als zutiefst unbefriedigend. Diese Phase in der Türkei, die lässt sich nämlich nicht aussitzen, so wie es die Frau Ministerin tut. Denn wenn eine Regierungsfraktion hier im Hause eine Aktuelle Stunde veranstaltet, in der suggeriert wird, dass sich Hessen in besonderem Maße für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt, dann erwarte ich auch deutlich mehr Engagement von der Landesregierung für die oppositionellen Kräfte in der Türkei. Das ist dringend notwendig, Herr Pentz. Das ist dringend notwendig. Das Regime von Herrn Erdogan führt Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden im Osten des Landes und gegen die Kurdinnen und Kurden in Syrien. Sie führt diesen Krieg mit Waffen, die nicht zuletzt aus deutschen Waffenschmieden stammen, von denen sich auch nicht wenige in Hessen befinden. Deniz Yücel hat seinerseits wenige Wochen vor seiner Haftentlassung erklärt, dass er nicht als Verhandlungsmasse für irgendwelche Waffendeals zur Verfügung steht. Und obwohl die Äußerungen des türkischen Regierungschefs nur kurz nach der Freilassung von Yücel und eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage der LINKEN im Bundestag eine andere Sichtweise nahelegen, können Demokratinnen und Demokraten nur hoffen, dass die Freiheit von Deniz Yücel nicht mit schmutzigen Waffengeschäften erkauft worden ist. Es darf nicht sein, dass deutsche Staatsbürger von Erdogan als Geisel gehalten werden, um sich eine wohlfällige Politik von der Bundesregierung zu erpressen. Meine Damen und Herren, das Regime in Ankara, das tritt die Menschenrechte mit den Füßen, auch die Pressefreiheit. Es führt einen Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden in Afrin, und mit einem solchen Regime darf es keine Rüstungsgeschäfte und keine militärische Zusammenarbeit geben. René Rock. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Deniz Yücel ist frei. Wer die Bilder im Fernsehen gesehen hat, der eine oder andere hat ja auch sozusagen persönlich schon ihn getroffen, oder nein, nicht persönlich, aber war dann in Pforzheim gewesen. Wer diese Bilder gesehen hat und wer ihm in die Augen gesehen hat, wer die Haltung gesehen hat, der weiß, was dieser Mann erdulden musste. Der kann sich vielleicht vorstellen, was er erdulden musste. Und das ist traurig und es macht einen nachdenklich. Und er war nicht in Haft, er war eine Geisel. Er war eine Geisel, er diente zur Abschreckung. Er ist instrumentalisiert worden von einem Regime, das sich weit von der Demokratie entfernt hat, wie wir sie kennen. Und es macht einen nachdenklich, wie schnell das in der Türkei passieren konnte. Viele Dinge machen einen heutzutage in Europa nachdenklich. Alles, was wir für uns als Wahrheit und als Sicherheit begriffen haben, Rechtsstaat, Pressefreiheit, Demokratie, all das sieht man bedroht. Auch in unserem Land greift Denken um sich, dass Journalisten bewertet werden müssen von Politik, was sie schreiben, was sie denken, was sie vertreten. Ich würde nicht alles teilen, was Herr Yücel
in seiner Arbeit vertreten hat. Aber ich würde immer und überall alles tun, dass er dies vertreten kann. Und wir in Deutschland haben eine besondere Verbindung zur Türkei, weil viele Menschen aus der Türkei hier bei uns leben und viele türkischstämmige Menschen bei uns leben. Und darin ist es so, dass es uns auch sehr schwer fällt, nicht einfach die Türkei und den Staat Türkei mit den Menschen gleichzusetzen, sondern wir haben die Aufgabe und eine besonders schwierige Aufgabe, das zu trennen. Zu trennen, was ein Regime tut, was politische Verantwortliche tun, was nicht im Einklang mit unseren Werten ist und was gleichzeitig aber auch die Menschen, die hier in unserem Land leben, für Verbindungen und Traditionen in die Türkei haben. Und auch wir haben Traditionen mit Verbindungen in die Türkei. Und es ist eine Herausforderung, eine diplomatische und menschliche Herausforderung, auf diesem schmalen Grat sich zu bewegen. Und wir sollten nicht die, die das machen müssen, gleich verdächtigen, dass sie Dinge tun oder Dinge getan haben, die sicherlich nicht klug wären. Und das, was hier von den LINKEN angesprochen worden ist, ob es einen Deal gab für die Freilassung, so etwas sollten wir, wenn wir es nicht beweisen können, hier nicht in den Raum stellen. Es schwächt uns, wenn wir das tun. Wir müssen geschlossen auftreten, um deutlich zu machen, was eine freie Demokratie ausmacht. Und wir müssen allerdings auch deutlich machen, dass wer sich von uns entfernt, von unserer Haltung, unseren Werten, und das direkt vor unserer Haustür, vor der europäischen Haustür, dass wir das nicht einfach hinnehmen können. Wir müssen reagieren, und wir müssen deutlich machen, wofür wir stehen. Und wir dürfen nichts tun, was dieses Regime stützt. Wir dürfen das nicht tun, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die in der Türkei leben, und ihrer Verwandten in unserem Land. Und darum ist es gut, dass Deniz Yücel frei ist. Aber es ist der Anfang von vielen weiteren Anstrengungen, diplomatischen Anstrengungen, politischem Auftreten, gemeinsamen Auftreten der Demokraten gegen ein Regime, das die Demokratie in der Türkei aus meiner Sicht beendet hat. Und darum ist es gut, dass wir auch hier öffentlich uns bekannt haben, dass wir auch wieder hier deutlich gemacht haben, wo wir stehen, weil das unsere stärkste Waffe ist, die Menschen nicht zu vergessen, die Geiseln sind dieses Regimes, Opfer und Mittel zur Abschreckung für eine freie Gesellschaft. Und darum lasst uns hier zusammenstehen und lasst uns weiter daran arbeiten, dass die Türkei wieder auf den Weg kommt, den wir uns wünschen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte ist eine gute Gelegenheit. So geht's. Eine gute Gelegenheit, eine Gemeinsamkeit zu demonstrieren, die über den Tag hinaus und den Parteienstreit wichtig ist. Auch die Landesregierung empfindet uneingeschränkte Freude über die Freilassung des hessischen Bürgers Deniz Yücel. Das eint uns hier, und dies ist ein Grund zu ungetrübter Freude für ihn, für seine Familie, aber auch für uns. Die Debatte hat gezeigt, damit können wir es aber nicht bewendet sein lassen. So verstehe ich auch sozusagen den Antrag und auch die Beiträge. Es ist gesagt worden, Herr Kollege Schalauske hat darauf hingewiesen, am gleichen Tag, als Deniz Yücel freikam, sind drei Journalisten am gleichen Tag zu lebenslanger Haft verurteilt worden in der Türkei. Die Debatte hat sehr stark Bezug genommen auf Journalisten, zu Recht. Aber ich will nicht vergessen, seit dem Putsch in der Türkei sind Hunderttausende diesem Regime im Sinne des Wortes zum Opfer gefallen. Man hat sie enteignet.
Man hat sie ohne jedes Gerichtsverfahren eingesperrt. Da sind viele Tausende von Lehrern. Da sind viele Hochschulprofessoren. Da sind viele Künstler. Aber da sind auch viele sogenannte ganz einfache Bürgerinnen und Bürger, die vermeintlich in irgendeiner Weise sich schuldig gemacht haben und die wie in jeder Diktatur das Opfer des Klimas der Angst sind, der Denunziation, der Feigheit. Es sind die Namenlosen, an die ich heute einmal erinnern will. Es sind Hunderttausende. Und es sind viele, die auch hier in Hessen Verwandte haben, Freunde haben. Das Thema ist nicht nur Türkei. Das Thema betrifft uns ganz unmittelbar. Es sind viele Menschen in diesem Lande, die sind türkischstämmig. Und das, was dort sich abspielt, spaltet ja auch hier diese Gemeinschaft. Erdogan hat es geschafft, nicht nur in seinem Land ein Klima der Angst, der Einschüchterung zu schaffen, sondern er transportiert es auch nach Deutschland, auch nach Hessen. Jeder, der die Szene ein wenig kennt, weiß, es ist nahezu unmöglich, heute mit türkischstämmigen Familien eine offene Diskussion zu führen, ohne dass der Hinweis kommt, wir bitten Sie, wir möchten uns dazu nicht äußern. Dieses Klima der Angst ist das Fundament jeglicher Despotie. Und ob das nun Autokraten sind, ob es Despoten sind oder Diktatoren, eins sind sie auf gar keinen Fall, die jetzt dort die Macht haben. Sie sind keine Demokraten, wie wir uns das wünschen, meine Damen und Herren. Wer es schafft, dass z.B. Unterstützer einer Schule in Hessen diese Schule nicht mehr unterstützen, mit dem Vorwurf, sie unterstützten die falsche Seite, wer es schafft, dass Einrichtungen geschlossen werden müssen, der hat ein gefährliches Werk getrieben. Und ich bin mit vielem, was hier gesagt wurde, ganz einig. Aber wir müssen den Dingen ins Auge sehen. Die Freude über die Freilassung ist für uns alle immer auch Verpflichtung, die nicht zu vergessen, die noch unter diesem Regime leiden. Und deshalb, meine Damen und Herren, vor knapp einer Woche haben wir den Hessischen Friedenspreis verliehen an Carla Del Ponte. Die Grundbotschaft aller derer, die dort gesprochen haben, und auch des Grundes, warum wir ihr den Friedenspreis verliehen haben, war das unbeugsame Eintreten für die Grundregeln der Menschenrechte und des internationalen Rechts. Nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Darum geht es. Und das ist hochaktuell. Und es ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Und dann stellt sich die spannende Frage, was heißt das in der Vermessung vom Festvortrag zur praktischen Politik? Wie gehen wir um mit denen, die halt das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts in den Vordergrund stellen? Erinnern Sie sich noch an den Spruch, den der Bundesaußenminister oder damals Bundeswirtschaftsminister, weiß ich nicht mehr, sich anhören musste in der Türkei durch den türkischen Staatspräsidenten? Wer bist du, dass du sprichst mit dem Präsidenten der Türkei? Das Revival des Führerkults, das in dieser Welt ja überall Platz greift, nach dem Motto starke Männer, Einigkeit, diese komischen Paragraphen weg. So sind dann die Antworten bei dem Krieg in Afrin. Da wird alles plötzlich zur Terrorabwehr. Jeder, der nicht mehr passt in dieses System, ist nicht Mitbewerber, ist auch nicht Gegner, der wird zum Feind erklärt. Und genau das ist die Melodie, bei der wir keinen Millimeter nachgeben dürfen. Dann stellt sich die Frage, wie geht man um mit den Potentaten dieser Welt? In der UNO sind zwei Drittel der Länder keine Demokratien, wie wir uns das vorstellen.
Trotzdem müssen wir irgendwie mit Ihnen umgehen. Und Herr Kollege Schalauske, ich bitte Sie, noch einmal sehr deutlich sich zu überlegen, ob es klug ist. Und meine Antwort ist, ich halte es nicht für klug. Ich jedenfalls kenne die einzelnen Umstände dessen, was für die Freilassung von Herrn Yücel notwendig war, nicht. Ich habe größten Respekt vor den Leistungen derer, die dafür gesorgt haben, dass er freigelassen wurde. Und ich habe Vertrauen in unser Land und diejenigen, die die Verantwortung an dieser Stelle tragen, dass sie sehr sorgfältig sich überlegt haben, was zu tun ist, was man tun kann und was man unterlassen muss. Das ist kein Thema, das wir alleine haben. Wenn Sie zurzeit mal in der Welt herumschauen, von Australien bis viele Länder, immer wieder die gleiche Herausforderung. Ich war 1987 in meiner ersten Regierungsverantwortung und hatte gleich einen Fall geerbt mit zwei Geiseln hier aus Hessen, die in West-Beirut von der Hisbollah festgesetzt waren. Und sie pressten einen Mörder frei, wollten sie jedenfalls. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt, immer wieder, nicht nur von Amts wegen, ich habe auch viel gelernt. Und deshalb weiß ich, da gibt es keine einfachen Antworten. Und deshalb sollten wir Zurückhaltung üben, auch und gerade als hessisches Parlament, wenn wir die Arbeit derer, ob du Bundesaußenminister, Kanzlerin, wer auch immer, die dort geleistet wird, beurteilen. Mein Vertrauen, meine Damen und Herren, gilt uneingeschränkt denen, die diese Arbeit geleistet haben. Ich freue mich nicht nur über die Freiheit, sondern ich habe auch Vertrauen in die kluge und aus meiner Sicht uneingeschränkt gesetzmäßige Haltung der Bundesregierung in dieser Frage. Und noch eine letzte Bemerkung. Herr Kollege Schalauske, Sie haben gesagt, wir sollten mehr tun. Ich habe den Brief heute auch gesehen. Sie haben geschrieben an Frau Kollegin Puttrich, sie hat Ihnen geantwortet. Und das ist jetzt einmal zur Brücke zu dem, was auch Kollege Utter gesagt hat und andere. Ja, auch Kollege Rock. Wir wollen trennen zwischen den Menschen und System, und wir wollen Freunde sein der Türkei. Die vorige Landesregierung hat insbesondere auf starkes Betreiben des Kollegen Hahn als erste in Deutschland eine Partnerschaft mit einer türkischen Region dort geschlossen, Bursa. Das führen wir fort und erfüllen es mit Leben. Deshalb war Kollegin Puttrich zweimal dort, obwohl sie jedes Mal ausgeladen wurde. Sie sind trotzdem hingefahren. Ganz nebenbei der uns alle bekannte damalige Gouverneur, der sitzt bis heute ein. Ich kriege regelmäßig keine Antwort von der Türkei. Aber nicht nur der, auch sein Stellvertreter, auch diejenigen, die uns dort betreut haben. Sie sind uns nicht egal. Ich hänge das nicht jeden Tag an die große Glocke. Wir lassen da aber nicht nach. Und wir sind dorthin gefahren. Und wir haben alle Parteivertreter eingeladen, auch die HDP. Das wissen Sie. Die konnten nicht kommen oder haben sie nicht erreicht. Aber in einem sollten wir uns einig sein. Wir tun alles, was wir können. Manches muss man nicht an die große Glocke hängen. Und wenn es um die Frage geht, der Beobachtung dieses Prozesses, die jetzt stattfindet, dann halte ich es für richtig, was Kollegin Puttrich gemacht hat. Sie hat sich abgestimmt mit dem Auswärtigen Amt. Da legen wir größten Wert drauf. Es geht dort um einen türkischen Staatsbürger. Und wenn das Auswärtige Amt sagt, wir konzentrieren uns bei der Frage der Prozessbeobachtung und Ähnlichem zunächst einmal auf die deutschen Staatsbürger, die dort sind, dann vermag ich dies nicht zu kritisieren. Das ist kein weniger an Einlass für Freiheit, auch für den, auch wenn er nicht deutscher Staatsbürger ist. Aber ich lege schon Wert darauf, dass die Hessische Landesregierung im Einklang mit der Bundesregierung und insbesondere mit dem Bundesaußenministerium in diesen Fragen sich verhält, weil ich glaube, dass es für unser Anliegen sowohl in Bursa wie für Deutschland insgesamt klug ist, dass wir dort nicht Wege gehen, die nicht abgestimmt sind. Wir können nicht alleine das besser beurteilen als die Bundesrepublik Deutschland in Summe. Und deshalb bitte ich Sie, überlegen Sie sich noch einmal, ob die diesbezüglichen Überlegungen und Vorwürfe gerechtfertigt sind. Ich halte sie nicht für gerechtfertigt. Wir werden festhalten an drei Dingen. Wir werden unsere Partnerschaft versuchen, am Leben zu erhalten, so gut uns das diese Despotie dort möglich macht. Wir werden zum Zweiten, und das ist mir wichtig, die Gespräche auch mit denen führen, die die demokratischen Grundüberzeugungen mit Füßen treten.
Wir werden aber nicht zuletzt wegen denen, die hier leben und deren Herz ein gutes Stück in der alten Heimat ist oder bei ihren Vorfahren, die sich der Türkei emotional sehr verbunden fühlen und die es hier zerreißt, teilweise mitten durch die Familien, wie man mit solchen Verhältnissen umgeht. Denen müssen wir klar sagen, wir können verstehen, dass euch das zerreißt. Aber ihr müsst verstehen, hier in Deutschland kann es kein Pardon geben für Diktatur, für Unfreiheit, Missachtung der Menschenrechte. Das ist das, was in diesem Land diese Gesellschaft beieinander hält. Und deshalb Gespräche führen, ja, klein beigeben, nein, und das Unrecht beim Namen nennen, das zeichnet Demokraten aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Damit ist die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 54 beendet.